2015 ist das Ende des so beliebten SUVs GLK aus dem Hause Mercedes. Er hat einen neuen Namen, er heißt jetzt GLC, er hat neue Motoren, einen völlig neuen Look und jetzt schauen wir, ob er sich auch anders fährt. Schon beim ersten Blick auf den neuen GLC wird klar, dass es kaum noch Gemeinsamkeiten mit dem Vorgänger GLK gibt. Das Design folgt nun der neuen Mercedes-Optik und wirkt moderner und gefälliger. Typisch hierbei an der Front ist der dreidimensionale Kühlergrill mit der doppelten Lamelle und dem zentral angeordneten Mercedes-Stern. Die Scheinwerfer, die optional in Voll-LED-Technik angeboten werden, unterstreichen das neue Mercedes-typische SUV-Gesicht. Den Stoßfänger bietet Mercedes in drei Varianten an. Neben dem Standard gibt es noch eine betont sportliche AMG-Variante und eine Offroad-Version, die größere Böschungswinkel zulässt. Im Vergleich zum GLK ist der Radstand des GLC um knapp 12 cm gewachsen und so wirkt er deutlich gestreckter. Die Fenstergrafik fällt nach hinten stark ab und verleiht dem Fahrzeug so einen sehr dynamischen Look. Gut ausgeformte Schultern und eine sehr prägnante horizontale Verbindung zwischen den geteilten LED-Heckleuchten bestimmen den Charakter am Heck des Fahrzeugs. Der dynamische erste Eindruck bestätigt sich auch beim Fahren. Unser GLC ist flott unterwegs und zeigt sich auch von engeren Kurven wenig beeindruckt. Besonders während der Fahrt auf der Autobahn zeigt das SUV echte Cruiser-Qualitäten. Die leicht erhöhte Sitzposition, das geringe Geräuschniveau und die gute Straßenlage sorgen für ein sehr entspanntes Fahrerlebnis. Aber auch auf der Landstraße fühlt man sich stets gut aufgehoben. Es gibt kaum Wankbewegungen und selbst bei sportlicher Fahrweise merkt man kaum, dass man nicht in einer Limousine sitzt. Gründe hierfür sind sicher die neue, optional verfügbare Mehrkammer-Luftfederung Air Body Control und das erweiterte Fahrdynamikprogramm Dynamic Select, über die unser Testwagen verfügt. Die neuen Motoren des GLC versprechen eine Verbrauchsminderung von bis zu 19% im Vergleich zum Vorgänger und dies bei erhöhten Leistungswerten. Zum Marktstart bietet Mercedes für den neuen GLC drei Motoren an. Es sind zwei Diesel und ein Benziner. Die Leistungen variieren von 170 bis 211 PS. Im Dezember kommt dann dazu der Mercedes GLC 350e. Das ist ein Plug-in-Hybrid, der ist sehr sparsam und leistet bis zu 320 PS. Ganz wichtig, im nächsten Jahr gibt es außerdem neue Motoren und darunter auch Sechszylinder. Der Benziner soll sich mit 6,5 bis 7,1 Liter zufrieden geben. Bei den Selbstzündern werden Verbrauchswerte von 5,0 bis 5,5 Liter versprochen. Ein echter Pluspunkt bei den Antrieben ist, dass nun serienmäßig stets das Automatikgetriebe 9 G-Tronic die Kraft überträgt und eine gute Balance zwischen Dynamik und Komfort sicherstellt. Doch als Vertreter der Gattung SUV sollte der GLC noch mehr können, als gut und sparsam auf Asphalt unterwegs zu sein. Wir machen uns deshalb auf zu einem Abstecher abseits befestigter Straßen. Dank der vielen technischen Helferlein und der sehr ordentlichen Bodenfreiheit gibt es Offroad für den GLC kaum unüberwindbare Hindernisse. Es stellt sich jedoch die Frage, ob die Geländeeigenschaften für ein Midsize-Luxus-SUV nicht ein wenig überdimensioniert sind. Zudem wohl kaum ein GLC-Besitzer seinem Fahrzeug solches Terrain zumuten wird. Trotz all der guten Eigenschaften. Was wäre ein modernes Luxus-SUV, wenn es nicht auch im Innenraum glänzen könnte? Der GLC hat im Vergleich zum GLK deutlich an Platz zugelegt. So verfügt er zum Beispiel über einen 4 cm längeren und 80 Liter größeren Laderaum. Das Gepäckabteil fasst nun maximal 395 Liter bzw. 1445 Liter bei umgeklappten Rücksitzen. Auch für die erste und zweite Sitzreihe ist das Platzangebot gewachsen. Besonders auffällig sind die zusätzlichen knapp 6 cm mehr Beinfreiheit für die Fondpassagiere. Wer einen Mercedes bestellt, erwartet stets, dass die Verarbeitung wie auch die Materialien höchsten Ansprüchen genügen. Der GLC enttäuscht hier nicht. Ganz egal, wohin man schaut, alles fügt sich perfekt zusammen. Das gilt auch für die Ausstattung und die Sicherheits- und Komfortfeatures. Dank der optionalen Mehrkammer-Luftfederung, die übrigens die einzige in dieser Klasse ist, der Neungang-Automatik, dem permanenten Allradantrieb und der Möglichkeit, unterschiedliche Fahrmodi zu wählen, ist es ein Riesenspaß, dieses Fahrzeug zu fahren. Sowohl Onroad wie auch Offroad.
Mit einem Einstiegspreis von 44.506 Euro für den Benziner und 44.863 Euro für den 220D ist der GLC kein Schnäppchen. Er platziert sich jedoch auf dem gleichen Preisniveau wie seine direkten Konkurrenten BMW X3 und Audi Q5, wobei für diese jeweils günstigere Einstiegsmodelle ohne Automatik angeboten werden.